Hallöchen Leute, ihr seht schon wieder, ich habe nochmal dieses Problem mit dem Check-User-Port und der TyTech hatte mir da einen Tipp gegeben, ich soll mal die CIEs quertauschen. Und er meinte, die werden ja nicht gesockelt. Ich habe jetzt schon gesagt, ich habe keine Sockel da, ich hätte Sockel da, die könnte ich auslöten aus dem alten Amiga. Aber auf dem Board hier sind sie ja schon gesockelt. Ich dachte, der meinte das Board, dass da nichts gesockelt wäre. Hier ist es aber, die sind hier aber gesockelt. Hier ist der eine CAE, der ist gesockelt. Und hier ist der zweite CAE, der ist auch gesockelt. Die könnte ich jetzt gegeneinander tauschen. Nun weiß ich nicht, wie das in meinem C128 Blechkasten ist, ob die nicht gesockelt sind. Wenn die nicht gesockelt sind, muss ich das eben auch mal auslöten, um das mal quer zu tauschen. Von dem hier in den anderen rein. Ich werde jetzt aber mal den CAE rausnehmen und den CAE rausnehmen und einmal quer tauschen, weil der hier macht nur Joystick, Tastatur und eine Datenleitung von dem Serial. Der hier macht den User-Port und die komplette Serialgeschichte hier darüber über. Ne, Floppy. So, er meldet mich dann gleich mal wieder, wenn ich die mal umgetauscht habe. Und dann probiere ich das nochmal aus. Ich hatte eben ein bisschen Probleme, das Board zum Laufen zu kriegen. Der schwarze Bildschirm. Ging dann aber, nachdem ich die Tastatur drin hatte, einmal auf 40, 80 Zeichen, also auf 80 Zeichen Display gegangen bin, dann ging er auf einmal. Scheint wohl hier mit dem Vic noch irgendwas zu tun zu haben oder mit dem VDC. Ich bin mir jetzt noch nicht mal mehr so hundertprozentig sicher, ob das der VDC, der Vic ist, der hier drinne war oder ob das jetzt nicht meiner ist aus dem anderen. Was ich aber gesehen habe, was ein bisschen schlecht ist, MN-Chips, RAM-Chips, die sind nun nicht wirklich gerade berühmt dafür, langlebig zu sein. Das heißt, ich muss nochmal 2, 1, 2, ne, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 neue RAM-Chips besorgen. Ich glaube, 4K sind das nur. 4, 8, 12, 16. Ja, 12, 16, 32, 64? Nee, das kann nicht sein. 8, 16, 32, 64. Das könnte eher hinkommen. Einmal 64, nochmal 64. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber dafür müsste ich dann nochmal zur Not nochmal so 16, 20 von diesen ICs. 20, weil zwei da sind, zwei sind noch beim VDC mit bei. Auch NM. Genauso wie dieser Color RAM Chip hier müsste das sein. MN. Da weiß ich jetzt nicht genau, ob ich da noch was krieg. Naja, egal. RAM müsste ich theoretisch mal auf Vorrat holen. Irgendwann mal. Wenn ich alles andere irgendwie mal habe, was ich brauche. Im Moment läuft das ja. Ah, Entschuldigung. Ich werde jetzt erstmal die CAEs gegeneinander tauschen. Und dann melde ich mich gleich nochmal wieder. Da bin ich wieder. Jetzt habe ich den CAE getauscht. Der mit dem. Die habe ich jetzt gegeneinander getauscht. Und ich habe schon ein Problem. Moment. Ich mache mal hier kurz das Licht aus. Wenn ich jetzt Go 64 machen will, geht nicht. Die 6 geht nicht. Die 5 geht nicht. Die 4 ja. ASD geht nicht. F nicht. G. Also. Der CAE scheint wirklich einen weg zu haben. Der hatte auch schon verbogene Pins. Der scheint auch schon mal draußen gewesen zu sein. Vom Datum her passt das aber.
85. Ich nehme ihn noch mal raus. Ich gucke mir dann gleich noch mal die Pins an, wie die aussehen. Es scheint wohl der CIE kaputt zu sein. Also noch einen neuen CIE und da wird's ja schon sehr kriminell, weil die sind wirklich teuer. Ich brauche noch irgendwie einen für den Amiga und den habe ich auch erst schon mal gefunden. Das ist aber der viereckige, der quadratische, den ich brauche. Der war auch schon bei 30 Euro. Ich weiß nicht, ob ich den hier, ob das jetzt der gleiche ist. Ich meine, das waren die gleichen wie im Amiga. Aber ich muss noch mal gucken, aber da wird es kriminell, weil da gibt es keinen wirklichen Ersatz mehr. Da muss man gucken, dass man die wirklich bekommt. Anscheinend hat der CIA einen weg. Aber ich guck mal die Pins an. Vielleicht ist es auch nur ein Kontaktproblem, weil die Sockel sind auch nicht gerade die geilsten. Das sind nur die ganz einfachen. Ja, ich würde mich gleich noch mal melden. Jo, bin wieder da. Wie man sieht, da ist ein bisschen was feucht. Ich habe da jetzt noch mal ein bisschen Kontaktspray reingesetzt. Ich habe es schon mal gestartet. Die geht nicht. 5 nicht, 6 nicht. Der CIE ist durch. Also der ist kaputt. Ich google mal schnell, was der kosten soll. Ja. Ich habe gerade schnell geguckt bei eBay, mal so auf die Schnelle, so zwischen 28 und 100 Euro. Ich habe jetzt nur kurz die Preise geguckt, ich habe nicht geguckt, wo die herkommen. Ja, das ist scheiße, kann ich nur so sagen. Ja, das Board auseinanderreißen will ich nicht, aber will ich da jetzt auch noch so viel Geld investieren, dass ich da nochmal RAM und CIE und... Nee, eigentlich nicht. Eigentlich dann eher für meinen anderen, den, wo ich schon Gehäuse und das alles habe. Naja, vielleicht hat auch noch einer ein CIE-Chip übrig und rumfliegen, weiß ich ja nicht. Keine Ahnung, aber ich weiß nicht, also das Board auseinanderreißen wollen würde ich jetzt nicht unbedingt, aber viel Geld in das Board reinstecken will ich auch nicht. Muss man da mal gucken, mal schauen. Vielleicht ergibt sich ja noch was. Ich kann es ja beiseite legen, packe ich gut weg. Wenn ich Ersatz brauche für ein C64 oder für meinen, nehme ich es erstmal von hier und dann muss ich gucken, ob ich das hier nochmal wieder irgendwie hinkriege. Okay, das war's dann. Okay, vielen Dank. Tschüssi.